Mal sehen, wie schlau du wirklich bist. Was ist das? Lies es einfach. Um was geht es denn? Lies es. Scheint voll der Mond hoch in der Nacht, so wird das Monster hervorgebracht. Die Opfer starr, vor Schreck ganz blass. Es jagt das Blut, doch scheut das Nass. Und fällst auch du dem Fluch anheim, nimm mit Silber des Ersten sein. Bei Vollmond noch vor Morgenrot schlag des Fluches Quelle tot. Der Fluch lässt dich alsbald allein, gar harmlos wird des Vollmonds Schein. Yep. Lies weiter. Das war ein Fehler. Bitte. Ich wollte dir trauen. Gib her. War das wirklich ich? Gib sie her. Shit! Du wolltest seine Waffe? Nein! Vielleicht ein bisschen, aber sie war so nah, ich musste es tun. Laura! Max, was dachtest du denn, was ich tue? Er war kurz davor, dir was zu zeigen. Was war es genau? Nur ein alter Scheißreim. Klingt logisch. Ich will ihm ja nicht glauben. Es gibt nur keine bessere Erklärung. Ich weiß nicht. Nichts davon scheint real. Wer hätte gedacht, dass wir mal Stars in einem schlechten Horrorfilm sind? Sprich für dich, okay? Ich finde mich ziemlich gut besetzt. So, es ist nur eine Hypothese, aber ich glaube, dass du den vor dir töten musst, um geheilt zu werden. Den vor mir? Was soll das sein? Du wurdest gebissen und wirst erst gesund, wenn dieser jemand tot ist. Klar. Aber das geht nur bei Vollmond. Das sagt uns ein alter Reim. Korrekt. Und wie? Ich weiß nicht. Aber wer auch immer dich da in diesem Keller gebissen hat, lebt noch. Ansonsten... Laura, hör uns mal zu. Worüber reden wir hier eigentlich? Wir besprechen, jemanden zu töten. Ich weiß nicht. Nein. Möglich. Obwohl... Genauer gesagt, hypothetisch jedenfalls, würden wir keinen Menschen töten, oder? Ja. Hey! Hey! Hilfe! Laura braucht Hilfe! Laura? Laura, alles okay? Gott, verdammt! Was zur Hölle ist dir los? Laura! Los, die Schlüssel! Du musst das nicht machen. Fresse, Schlüssel! Jetzt aber.
wirst das be- So, wir haben es endlich mal geschafft, Travis zu erschießen. Yay. Wegen dieser einen dummen Gesprächsoption, die man anders machen muss. Aber hey, das sollte auf jeden Fall reichen, dass Travis Laura später erschießt. Beziehungsweise umbringt. Mal gucken. Man könnte das übrigens auch schaffen, wenn man die Quicktime-Events failt, auch mit der Spritze failt. Kommt man auch an die Waffe übrigens, kann man auch ausprobieren. Was machen wir mit Sergeant Kleinhirn? Oder halt diese linke Gesprächsoption mit Fresse und so fordernd auswählen. Geben wir ihm etwas Zeit. Zum Überlegen, warum er hier ist. Oh, Travis wird dich töten. Ja, okay. Ich glaube, wir haben es wirklich geschafft. Was das sauer auf uns ist. Oh mein Gott. Okay, dann spiele ich mal weiter. Dass wir zum Hackett House ankommen und Wo sind Silberkugeln? Brian und Laura wieder zusammen sind. Und dann sehen wir uns gleich wieder, beziehungsweise für mich wahrscheinlich so in einer Stunde wahrscheinlich. Dauert ja immer eine ganze Weile, bis man da hinkommt. Ich dachte, da wäre was. Und dann schauen wir mal noch, was wir vielleicht noch mit Caitlin anstellen. Mit der können wir ja vielleicht noch was anderes machen. Aber ich glaube, ich bleib lieber safe than sorry, nicht, dass Caitlin am Ende überlebt. Und ich das dann wieder von vorne spielen muss. Geht ja jetzt eigentlich auch nur um Laura. Caitlin ist ja relativ einfach zu töten. Hab dich! Jetzt räche ich meine arme Kehle. Lass mich los, verdammt! Du tust keinem von uns mehr weh. Das war's dann. Hört sofort auf! Du Mörderin! Mach halt jetzt den Mund! So sprichst du mir aber nicht mit deiner Mutter. Ja, Sir. Lass mich los, Arschloch! Was zum Teufel ist hier oben los? Wir werden sie nicht mehr beschützen, Bobby, weil sie Kaylee das angetan haben. Was zum Teufel tut sie da? Hey, Schlampe. Falsche Tonlage. Brian, auf! Er hat ein Messer. Gespuckt. Sie hat mir ins Gesicht gespuckt. Lauf nur davon! Jetzt spielen wir nicht mehr, Kleine. Trau dich, Motherfucker!
Vorsicht, Jade, sie sieht sehr krank aus. Ja, sie ist gebissen. Ich sag dir was, mein Silber reicht nicht, um dich zu töten. Aber dafür kann ich dich leiden lassen. Travis, mach, dass du herkommst. Für die brauchen wir Silber. Travis? Verdammt, wo steckt der? Oh, shit. Wo seid ihr genau? Lass sie nicht laufen, halt sie auf! Sie kann im Dunkeln sehen, sie ist eine! Wo bist du? Jetzt schaue ich zu, wie du krepierst, Mädchen. Hey! Ihr hört alle auf damit! Jetzt gleich! Sie ist gebissen, Travis. Kill sie! Ja. Ja, füll sie mit Silber, Sohn. Die Szene bleibt auf jeden Fall schon mal gleich. Interessant. Ich glaube, einer von uns sollte ein Mensch bleiben. Dann stirbst du. Daran denkst du doch nicht. Du brauchst nur jemanden für die Drecksarbeit. Sei still. Ist ja kein Problem, wenn ich und Max, deine Freunde, infiziert sind. Hauptsache nicht Ryan, nicht mal um dich zu retten. Du blödes Arschloch. Ich muss mich ein bisschen ausruhen.
Es ist nicht zu spät. Ich kann dich beißen. Sorry, das zu sagen, doch die Antwort ist nein. Oh, mach dir keine Sorgen um mich. Ist okay. Echt gut eigentlich. Was ist los mit dir? Stopp jetzt. Du, riechst du das? Nein. Na egal. Lass uns einen Weg nach unten finden. Einen Weg zu Chris Hackett. Oder einen Weg raus, vielleicht? Ich hab echt genug. Es reicht. Ja. Und einen Weg raus. Fein. Vorsichtig. Yep. Was war das? Ich denke, das ist Chris Hackett. Okay, das ist brutaler, als ich dachte. Alter. Travis, hast du jetzt wirklich... Nein, Lara, können wir ja diplomatisch... Nein, du stirbst sowieso an Blutverlust. Wir können reden. Wir können doch reden. Wir können die anderen retten. Es muss nicht auf diese Weise enden. Mann, bitte. Ryan, du und Caitlin seid die Letzten, die noch leben. Ah! Blöd. Oh, jetzt hat er meine Waffe. Ich meine, selbst wenn ich mich da rausfinden würde, wir haben das Messer rausgezogen, Ryan würde so oder... Oh. So oder so sterben. Oh mein Gott. Voll ins Gesicht, ey. Alter, Travis, Junge. Ah, da hätte ich nicht von dir erwartet. Vor allem Ryan hat nicht mal was gemacht. Ich meine, dass er sauer auf Laura ist, okay. Du hattest deine Aber Ryan? Du hattest die Chance zum Sieg ja, über die Drecksfamilie. Gut, vielleicht hätte man als Ryan Travis vielleicht jetzt nochmal schießen können, wenn man das Quicktime-Event geschafft hätte. Aber er wäre so oder so hingefallen und wäre tot. Wir könnten es nicht. Wegen Blutverlust. Aber ja. Passiert ist passiert. Crazy. Lass aber hey, wir haben es endlich geschafft. Oh mein Gott. Beziehungsweise okay. Noch nicht ganz. Caitlin lebt noch, aber. Die kriegen wir jetzt auch noch hin. Die Sonne. Und dann haben wir das Archiv endlich. Wuhu.
Ich spiele jetzt auch schon wieder seit knapp 2 Stunden. Also, das sollte man sich auf jeden Fall überlegen, wenn man das Spiel hat. Man braucht auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Man muss ein bisschen Zeit mitbringen, wenn man alle Achievements oder viele haben möchte. Allein den Weg finden, trotz Dunkelheit und die Sonne wieder aufgehen sehen. Auch wenn das Spiel ja insgesamt so an sich ja gar nicht so lange dauert, aber wenn man es dann zum 4., 5. Mal irgendwann spielt. Soll ich es dir zeigen? Ist man froh, wenn man auch schon ein bisschen durch ist. Weiter. Nein. Okay. Wenn du es so willst. Schauen, ob wir jetzt nochmal irgendwie ein etwas anderes Ending bekommen. Also da beim Computer. Ein anderer News. Und bring es zu Ende. Und jetzt alle sterben. Gucken. Und Max lebt natürlich auch noch. Ich weiß gar nicht, zu wem wir zuerst gehen. Das habe ich mir mittlerweile immer noch nicht gemerkt. Ja, Max. Okay, gut. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn alle tot sind. Was? What the fuck? Wieso bin ich auf einem beschissenen Baum? Laura! Blut. Scheiße, wie komme ich jetzt runter? Na, jetzt weiß ich's. Ich hoffe, Sie sehen, dass das Camp zu ist und versuchen es beim Hotel. Okay. Okay, Caitlin. Es regnet ständig heute Nacht. Die wissen, dass du hier bist. Sie kommen wieder, sobald es geht. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Okay. Ich brauche einen besseren Überblick. Thank you.
Yay, wir haben endlich die Trophäe. Oh mein Gott, Hackett's Quarry Massacre. Halleluja. Sehr schön, endlich geschafft. So, dann schauen wir noch die Credits. Ob es da irgendwas Neues gibt. Falls ja, zeige ich euch das natürlich jetzt nochmal kurz. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Beziehungsweise beim nächsten Let's Play. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Leichentürme nach Sommercamp-Massaker. Was sagst du dazu, Anton? Warum türmen sie die Leichen auf? Wie viele? Ich meine, man braucht sicher Dutzende von Leichen für einen Turm. Anton, ich glaube, du nimmst das zu wörtlich. Hier widerspricht dein wissenschaftlicher Ansatz meinem kreativen Ansatz. Ich schätze, der Journalist hat sich etwas künstlerische Freiheit erlaubt. Tja, dann gestatte mir die künstlerische Freiheit zu sagen, dass der Artikel stinkt. Ich dachte, das Hackett's Quarry-Thema wäre durch. Nicht dieses Hackett's Quarry-Thema. Ist das nicht schon 3 Monate her? Ein alter Hut. Zuerst das Intro, Anton. Hier ist Bizarr oder Banal, der Podcast über Paranormales. Ich bin Grace. Und ich bin Anton. Gemeinsam untersuchen wir mögliche übernatürliche Einflüsse in alltäglichen Ereignissen des echten Lebens. Genau das sind sie. Alltägliche Ereignisse des echten Lebens. Hinter denen aber spirituelle, übernatürliche Einflüsse liegen. Nein. Also, Hackett's Quarry. Ja. Ich glaub's nicht. Was? Ich kann dir nicht folgen. Wer gibt sich denn mit mysteriösen Umständen zufrieden? Nach nur 3 Monaten schließen die den Fall? Das kaufe ich ihnen nicht ab. Das kaufe ich ihnen nicht ab, zählt aber nicht gerade als Beweis. Finde ich schon. Irgendjemand hat was zu verbergen. Die Hacketts? Das ist es ja. Sie sind verschwunden. Nicht mehr zu erreichen. Das Camp ist dicht und sie sind untergetaucht. Würdest du das nicht, wenn das alles unter deiner Aufsicht passiert wäre? Klar, nur das kommt mir voll verdächtig vor. Also machst du eine Verschwörung daraus. Ich sag nur,
Die Hacketts sind eine alteingesessene Familie mit vermutlich sehr guten Verbindungen. Okay, ich glaube, du traust ihnen zu viel zu. Das ist die sehr weit herge... Die bestimmt Senatoren. Jetzt hör mal auf, so viel Kohle haben die doch gar nicht. Das ist eine Hinterwäldlerfamilie aus der Pampa. Glaubst du echt, die könnten sowas abziehen? Ich glaube, sie haben Senatoren geschmiert und alle zum Schweigen gebracht. Senatoren? Der Senator von Northkill wurde ganz sicher bestochen. Klar, Northkill ist ja auch voll das Machtzentrum. Ich finde die Sache einfach nur total abgefuckt. Ist sie ja auch, Grace. Diese Kids wollten sich im Sommercamp eine schöne Zeit machen und wurden ermordet. Sie hatten das ganze Leben noch vor sich. Aber so grausam es ist, manchmal sind die Dinge genau so, wie sie aussehen. Manchmal ist ein Apfel nur ein Apfel. Wo so viel Leben zerstört wurde, fragt man sich doch, ob irgendwas zurückbleibt. Ein Echo von dem, was hätte sein können. Vielleicht spüre ich das ja. Es dreht sich nicht alles um Geister. Ich meine ja nur, dass mysteriöse Umstände mir zu wenig Erklärung sind. In dem Wald spukt es doch offensichtlich. Die Stories vom letzten Mal, weißt du noch? Die Hexe von Hackett's Quarry? Die unerklärlichen Tragödien an diesem einen Ort? Oh, ich glaube, mir schwant da was. Vielleicht ist es ein Fluch. Ja, oder auch nicht. Aber... Anton, nicht zu fassen, dass wir das nicht bedacht haben. Es ist bestimmt ein alter Fluch. Was haben die Hacketts getan, um so einen Fluch auf sich zu ziehen? Vielleicht zu viele Mörder reingelassen? Ah, ein klassischer Fluch, der Mörder auf ein Gelände lockt. Anton, das gefällt mir. Das ist ein guter Ansatz. Endlich denkst du wie ich. Ja, nee, so weit kommt's noch. Ich hab gehofft, dass du das sagst. Oh Gott, du grinst. Wieso grinst du? Hör auf damit. Nein, wofür habe ich sonst jahrelang eine Zahnspange getragen? Deine Zähne sind sehr hübsch. Danke. Das wussten viele Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts bestimmt noch gar nicht. Okay, also ich habe einen Insider. Deshalb wird die heutige Episode besonders anschaulich. Was denn für ein Insider? Insider wovon? Was? Du hast gesagt, du hast einen Insider. Haben wir nicht alle einen Insider? Die innere Stimme, die sagt, hör auf, Podcasts zu machen, die sich kein Mensch anhört. Auf diese Stimme solltest du hören. Okay, also eigentlich meinte ich, nennen wir es eine anonyme Spende. Weißt du, wir sind nicht die Einzigen, die das Ganze für bizarr halten. Jemand hat uns wirklich zugehört und ein Päckchen geschickt. Hast du... Du hast es doch nicht geöffnet. Ich traue keinem, der diese Show hört. Oh, ich konnte mich kaum zügeln. Überraschung! Anonyme Spende? Okay. Seit dem ersten Tag dieses Podcasts versprichst du mir, für alles offen zu sein, wenn's echte Beweise gibt. Stimmt's? Hast du doch gesagt, oder? Ja, das habe ich gesagt. Ich würde gerne mal wissen, wer das geschickt hat. Jetzt irgendwie noch leben sie die Hacks. Okay, aber uns haben neue Infos erreicht. Travis. Und jetzt müssen wir entscheiden, ob sie bizarr sind. Ich glaube, das ist so der einzige Vernünftige irgendwie in der Familie. Na schön. Gut, Chris vielleicht noch, aber der ist ja sowieso tot. Naja, und Bobby. Aber Bobby ist halt Bobby. Absender, der sich diese Show antut. Falls du diese Person bist, gratuliere. Aber wir haben sowieso kaum Beweise diesmal gesammelt. Aber die Gespräche waren jetzt auch nochmal anders im Podcast. Und bin mal gespannt, ob sich der Bildschirm gleich nochmal ändert. Nein, ich gebe dir doch nicht meinen Schlüssel. Nimm die Fingernägel. Jetzt gib mir den scheiß Schlüssel, Anton. Nein. Gib mir den Schlüssel. Nein. Nimm doch deinen. Du schließt doch eh nie ab. Na klar schließe ich ab. Wieso? Was hast du zu verbergen? Was für eine Frage. Schließt du etwa nicht ab? Nö, ich hab nichts zu verbergen. Du glaubst an Geister und schließt deine Tür nicht ab? Nein, Geister öffnen keine Türen, sondern gehen durch Wände, Anton. Okay, denk mal ein bisschen über Mörder nach. Wir müssen uns noch ein bisschen über die Familie Hackett unterhalten. Okay, das sind die Erben des ganzen Geländes, richtig? Ja. Ihre Ur-Ur-Urgroßeltern waren Fallensteller und haben das Land anno dazumal abgesteckt. Abgesteckt? Ja, genau. Wie bei der Mondlandung stellten sie ihre Flagge dort auf. Die Flagge der Hacketts, okay? Ja. Und offenbar sind sie dann auf Quarzit gestoßen. Quarzit? Ich hab's so gehofft, dass du nachfragst. Lustige Tatsache? Alle Bauten in ganz New York bestehen aus Quarzit. Das wage ich zu bezweifeln. Manche. Aber ich streife ab. Schweifst ab.
War Absicht. Also, sie bauten den Steinbruch sehr erfolgreich ab, bis Septimus Hackett, klassischer Bösewichtname, der siebte Sohn der Fallensteller, die Zahl 7, hat große, mystische Kraft. Ist klar. Die Mine schloss. Okay, und dann lebten sie nur noch von dem Land. Ja, du sagst nur, aber das Gelände umfasst viele Hektar. Ein riesiges Waldgebiet. Jede Menge unerforschte Dunkelheit. Oh, okay. Ein idealer Schlupfwinkel für eine unheimliche Einsiedlerfamilie mit dunklen Geheimnissen. Mhm. Und damit kommen wir auch schon dem Reich des Paranormalen ein gutes Stück näher. Alles klar. Hektar jetzt um Hektar. Kommt's. Dichter Spukwald. Wenn du das sagst. Als nächstes habe ich hier noch dieses leere Fiolen-Ding. So wie du leer sagst, klingt es, als wäre da vorher was Gruseliges drin gewesen. Tja, sie ist nicht halb voll, du Optimist. Wir haben ein Foto von meinem übernatürlichen Singvögelchen erhalten, wer immer das auch sein mag. Was fällt dir dazu ein? Ein Vogel sendet dir Fiolen voll mit... Ich finde, das sieht aus, als wäre Blut drin gewesen. Singvögelchen, kein echter Vogel, auch wenn ich gut zu Vögeln bin. Eindeutig zweideutig. So habe ich das gar nicht gemeint. Vergessen wir das. Sieh dir die Fiole an. Schreit sie nicht nach einem schändlichen Ritual? Naja, sieht aus, als könnte da Blut drin gewesen sein. Ja, für mich sieht da irgendwas nicht ganz normal aus. Ja, in der Fiole war Blut, verdammt. Und? Und? Was denkst du? Wow, ich weiß nicht. Ich hab mehr erwartet. Warum sagen das alle zu mir? Das wird auf deinem Grabstein stehen. Das ist düster. Ich weiß. Tja, mehr haben wir nicht. Wir müssen alle Beweise zusammentragen. Zücken wir unsere Gehirnfüller und... Die Gehirnfüller zücken? Das klingt eklig. Hast du das noch nie gehört? Ist ein Klassiker. Ein Klassiker? Von wem stammt der? Ach, geh weg. Ich bin müde. Und... War's das? Was? Keine schicken Fotos mehr? Nein, nur das eine. Mehr hat meine geheime Quelle nicht geschickt. Jemand führt uns vor. Tja. Also ich bin raus. Das ist doch total banal. Aber Qualität statt Quantität. Aber ist... Nur eins, aber echt überzeugend. Ist nicht beides wichtig? Solange wir nicht wissen, wer die Quelle ist, der Teenager, der dich schikaniert, ist es egal, wie viele Beweisstücke auftauchen. Gut, gut. Schätze, du hast gewonnen. Hey, Kopf hoch. Die Seriosität dieses Podcasts fußt auf meinem Zynismus. Quasi als Qualitätskontrolle. Okay, ja. Ich würde es ja gar nicht anders wollen. Ich sag ja nicht, dass das nicht seltsam war. Nur kann ich nicht guten Gewissens behaupten, dass da noch mehr ist. Hier habt ihr es zuerst gehört, Leute. Das Hackett's Quarry Sommercamp bleibt geheimnisumwoben, weil mein Kumpel Anton... Wir sind wirklich nur Freunde für alle, die in den Comments nach unserem Was? Verhältnis gefragt haben. Weil sich Anton nicht überzeugen lässt. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Und keine Sorge, wir jagen weiter nach übernatürlichen Ereignissen. Oder natürlichen Ereignissen. Übernatürlichen Ereignissen. Die interessieren uns mehr, weil über viel besser ist. In der Hoffnung, einmal eines beweisen zu können in bizarr oder banal. Aber fürs Erste sollten ein paar Dinge wohl verborgen bleiben. Die einzigen, die die Wahrheit kennen, sind diejenigen, die diese Sachen erleben. Und wir hier sind froh, dass ihr uns zuhört. Danke und bis zum nächsten Mal, Banalida. Hör auf, sie so zu nennen. Okay, auch hier haben wir wieder Hackett's Quarry Summer Camp closed for good. Genauso wie je. Als wir Laura und Max zusammengeführt haben und Caitlin am Ende auch noch überlebt hat. Aber hey, ich glaube, die Anfangsgespräche vom Podcast waren immerhin ein bisschen anders. Und ja, das war's jetzt erstmal, denke ich mal, mit The Quarry. Ich hätte schon noch Bock, irgendwann mal vielleicht nochmal alle zu infizieren und alle auch durchzubringen, um mir einfach das nochmal anzugucken. Wie das so aussieht, wenn die dann alle aufeinander losgehen als Werwolf oder so. Ja, das werde ich sicherlich irgendwann nochmal machen. Aber jetzt definitiv nicht sofort. Und ja, bis dahin schaut auch gerne bei meinen anderen Let's Plays vorbei oder auch auf Twitch, wo ich hin und wieder
mal streame und dann bis zum nächsten Mal.